Der Leitspruch des Weltwirtschaftsforums in Davos lautete sinngemäß: Wir wollen den Zustand der Welt verbessern. Und der Leitspruch der Capital AG lautet: Vorausdenken, nachhaltig wachsen. Das sind zwei Philosophien, die durchaus zusammenpassen, vor allen Dingen mit Blick auf die enormen Veränderungen, die disruptiven Prozesse, wie es so schön heißt, die wir im Jahr 2017 und natürlich darüber hinaus erleben. Und der Vorstand der Capital AG, Wolfgang Krape, hat, bevor ich Ihnen gleich den Gast des Abends vorstellen darf, ein paar Gedanken zum Thema Veränderungen. Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Dieses Zitat stammt von Hermann Hesse und es spielt auf die Chancen an, die jede Veränderung mit sich bringen. Sie haben völlig recht, Herr Franek, wir haben sehr viel Veränderung. Wir sprechen heute über den europäischen Wahlkampfmarathon, der in diesem Jahr in Holland begonnen hat, wo Rechtspopulisten versucht haben, die Regierung zu ändern. Es ist nicht gelungen, wo Marine Le Pen gemeinsam mit Frauke Petri schon das Ende der Gemeinschaftswährung des Euros proklamiert haben. Der wesentliche Paukenschlag war in diesem Sommer die Wahl in Frankreich, wo sich Emmanuel Macron durchsetzen konnte. Und diese Veränderung, die trägt uns auch in die nächsten Jahre hinein. Und da freue ich mich heute, einen Redner präsentieren zu können, der sehr viel Insights hat, aus dem politischen Umfeld kommend, aber jetzt in seiner neuen Position aus dem Weltwirtschaftsforum eben sehr berufen ist, über Veränderungen zu reden. Und da sind wir sehr gespannt, was der Dr. Rösler hier unseren Gästen sagen wird. Soweit Wolfgang Krape, Vorstand der Capital AG. Und jetzt freue ich mich sehr, Dr. Philipp Rösler, den Vorstand des Weltwirtschaftsforums, hier am Mikrofon begrüßen zu können. Herzlichen Dank für Ihre Zeit, Herr Rösler. Ja, die großen geopolitischen Themen heißen aktuell Abschottungspolitik der USA, Nordkorea-Krise, Klimawandel etc. pp. Sie reisen Jahr für Jahr mehrere hunderttausend Kilometer rund um den Globus. Und bezugnehmend auf den Leitspruch, wir wollen den Zustand der Welt verbessern, die Frage, wie geht's denn der Welt? Also es geht ihr nicht mehr ganz so gut, wie es ihr ging, als ich noch mit angefangen hatte. Das muss man leider beobachten und feststellen. Das würden doch alle mehr oder weniger so bestätigen. Trotzdem gibt es natürlich eine Möglichkeit, herauszukommen. Und die Idee des Weltwirtschaftsforums ist es, eine Plattform zu schaffen für all diejenigen, die einen Beitrag leisten möchten, um den Zustand der Welt zu verbessern. Heißt für Politik, für Wirtschaft, für Verwaltung, Zivilgesellschaft, die nächste Generation, die Wissenschaft. Wenn man die alle zusammenbringt, dann kann etwas draus werden. Dann können nicht nur Themen diskutiert werden, sondern auch ganz konkrete Lösungen entwickelt werden, um die dann auch ganz konkret umzusetzen. Beim Thema Abschottungspolitik der USA ist es so, dass ja viele sich fragen, was passiert da gerade mit US-Präsident Donald Trump? Ist es Zeit aus Ihrer Sicht für einen Anti-Trump-Plan mit ganz neuen Ideen? Ich meine, die Chinesen positionieren sich ja schon und Xi Jinping war ja sogar in diesem Jahr bei Ihnen in Davos auf dem Weltwirtschaftsforum und hat sehr überraschende Äußerungen getroffen. Ja, zunächst einmal muss man festhalten, dass die Amerikaner machen, das ist ihre Sache, aber wir können festhalten, wenn sich Amerika mehr auf Amerika konzentriert, dann kommt automatisch mehr Verantwortung für andere Global Player. China ist genannt worden, wir haben Indien, aber auch ASEAN-Staatengemeinschaft oder ganz, ganz wichtig, die Europäische Union. Und es muss kein Antiplan entwickelt werden, sondern es muss ein Plan entwickelt werden. Welche Rolle soll eigentlich die Europäische Union auf globaler Ebene spielen? Wenn 28 Staaten ein Friedensprojekt ohnegleichen zusammenkommen, auch wirtschaftlich sehr, sehr stark, dann finde ich, kann man auch mehr gestalten, mehr globale Verantwortung übernehmen als heute. Ich habe es angedeutet in der Anmoderation, der Leitspruch der Capital lautet Vorausdenken, nachhaltig wachsen. Was steht denn bei Ihnen ganz oben auf der Agenda, wenn Sie vorausdenken im Weltwirtschaftsforum? Vorausdenken bedeutet für uns, was bedeuten Entscheidungen der heutigen Generation für die nächste Generation? Was bedeutet es, wenn wir die Energiewende nicht richtig umsetzen, und zwar global, wenn verpasst wird, auf erneuerbare Energien zu setzen, global, wenn das Thema Mobilität nicht aufgegriffen wird? Was bedeutet das für die nächste Generation, für unsere Kinder und deren Kinder? Und das ist eine Diskussion, die wir anstoßen wollen, nochmal zwischen der Politik, der Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Wissenschaft, um frühzeitig sich Gedanken darüber zu machen und zum Beispiel das wichtige Thema Zukunft der Arbeit gemeinsam zu diskutieren und ein Bild zu zeichnen. Wie sieht eigentlich die Arbeitswelt der Zukunft aus, damit die Menschen sich keine Sorgen machen, wie in Zeiten von Robotics und künstlicher Intelligenz ihr Arbeitsplatz aussieht, sondern wissen, okay, so könnte es aussehen, das ist nicht schlecht, da kann ich mich drauf einstellen. Haben Sie sehr spannende Themen angesprochen. Das Ganze kann man unter die Überschrift Digitalisierung oder digitaler Wandel, disruptive Prozesse, die wir da aktuell sehen, stellen. Herr Rösler, die Frage an Sie,
Kann Deutschland hier aktuell vieles aufbieten, was notwendig ist, um diesen Weg in die Zukunft zu gehen? Oder sind wir nicht viel zu sehr noch mit der Vergangenheit behaftet? Wir neigen eher dazu, Dinge zu verbieten, wie Uber, was diskutiert ist, oder Airbnb in Berlin. Man muss zumindest begreifen, dass nicht die Größe mehr entscheidend ist, sondern die Geschwindigkeit. Und ja, in der Tat, während wir noch diskutieren, was bedeutet Uber für Taxifahrer, soll man das verbieten, werden anderswo in den USA oder Asien schon Modellprojekte gestartet für selbstfahrende Autos, die am Ende beides ersetzen werden, den Uber-Fahrer und den Taxifahrer. Und deswegen muss man sich frühzeitig darüber Gedanken machen, was bedeutet Technologie eigentlich für Deutschland. Die gute Nachricht ist am Ende, wir haben einen sehr starken industriellen Mittelstand. Und wenn die Zukunft darin besteht, diesen industriellen Mittelstand mehr und mehr zu digitalisieren, dann ist Deutschland auf dem richtigen Weg und hat eben genau diesen Vorteil, dass die Industrie schon da ist. Während andere können vielleicht leicht eine digitale Wirtschaft aufbauen, aber haben noch lange nicht die industrielle Erfahrung und den starken, vor allem industriellen Mittelstand, so wie wir ihn haben und so wie wir ihn kennen. Abschließend, wie lautet Ihre Empfehlung für die deutsche Wirtschaft, gerade auch für den Mittelstand, der sich ja doch punktuell zumindest mit Themen wie Industrie 4.0 etc. pp. Schwer tut? Absolut. Ich glaube, auch wenn Geschwindigkeit ungemein wichtig ist, darf man deswegen nicht hektisch oder gar panisch werden. Das tut der Mittelstand auch nicht. Und ich glaube, die Kultur, die Familienunternehmen mitbringen, die auch die deutsche Wirtschaft ausmachen, wenn diese weiter gepflegt wird, angereichert mit dem neuen Mittelstand, mit den Start-ups in Berlin, in Düsseldorf, in Hamburg oder München, ich glaube, dann kann das super gut funktionieren. Dann kann man diese beiden Wirtschaften zusammenbringen und daraus etwas völlig Neues kreieren im Rahmen von Industrie 4.0 oder vierten industriellen Revolution. Dann wünschen wir Ihnen ganz viel Erfolg auf dem Weg, die Welt jeden Tag ein bisschen besser zu machen. Meine Damen, meine Herren, Dr. Philipp Rösler, Vorstand des Weltwirtschaftsforums hier in Hannover, zu Gast bei der Capital AG. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank.